In unserer neuen Studie zur demokratischen Bildung im ländlichen Raum haben wir Potenziale, Herausforderungen und Strategien außerschulischer politischer Bildung jenseits urbaner Räume in Sachsen analysiert. Am Ende unserer Studie haben wir versucht abzuleiten, was zu tun ist. Und zwar von Landesebene, von kommunaler Ebene, aber auch von den politischen Bildungsprojekten selbst. Eine wichtige Ableitung aus unserer Studie ist zum Beispiel, dass es sinnvolle Förderstrukturen braucht. Dazu muss das Land aktiv werden. Hier braucht es aus unserer Sicht eine bessere Gesamtstrategie, die verschiedene Bereiche abdeckt und die Spezifika im ländlichen Raum mitdenkt. Auf kommunaler Ebene glauben wir, dass es genauso wie bei den Projekten eine stärkere reflexive Offenheit gegenüber der politischen Anschauung oder Weltanschauung der jeweils anderen Seite braucht. Eine demokratische gemeinsame Basis muss gefunden werden, um von da aus in Kooperation anstatt in gegenseitiger Ablehnung zu arbeiten. Letztlich ist es wichtig, dass demokratische Bildung nicht nur als etwas gesehen wird, was aus Veranstaltungen besteht, sondern ein wichtiges Element in unserer Demokratie ist. Dazu braucht es ein gemeinsames Verständnis und Unterstützung, Kooperation, Vernetzung, aber auch Professionalisierung und Prozessorientierung.